Die Flüchtlingsthematik in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa ist zurzeit eine der dringendsten Fragen, die Gesellschaft und Politik bewegt. Wie wir alle aus den letzten Monaten und vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch sogar persönlich erfahren haben, wird diese Debatte um die Flüchtlingsproblematik unglaublich emotional und vor allen Dingen auch unglaublich kontrovers geführt. Und gerade das veranlasste aber wiederum die Gesellschaft für analytische Philosophie, sich dieser Thematik aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu nähern und dann zum inhaltlichen Gegenstand einer Preisverleihung zu machen. Der Aufruf der GAP stieß auf eine große Resonanz. Es sind weitaus mehr als 100 Berichte eingereicht worden. Die drei besten werden heute Abend ausgezeichnet und später bei der Preisverleihung vom Präsidenten der Gesellschaft übergeben. Im Anschluss an die Preisverleihung werden die drei Preisträger jeweils in einem kurzen Vortrag ihre Essays, ihre Fragen und Antworten Ihnen vorstellen. Und dann in der folgenden Podiumsdiskussion werden wir mit den Preisträgern, zwei Experten und einem syrischen Wissenschaftler diese Fragen und Antworten erörtern und diskutieren. Und hierbei sind unbedingt und sehr gerne Sie aufgefordert, an dieser Diskussion teilzunehmen. Stellen Sie Fragen, seien Sie interessiert und teilen Sie uns unbedingt Ihre Meinung mit. Das wäre ganz wichtig. Meine Damen und Herren, bereits im Oktober letzten Jahres hat das Rektorat der Universität zu Köln mit einem offiziellen Appell gegen Fremdenhass und Gewalt ein klares Zeichen gesetzt. Und wer damals bei der Erstsemesterbegrüßung am 19. Oktober hier in dieser Aula war, als 1200 Erstsemesterstudierende, am Anfang noch ganz wuselig und aufgeregt hier in der Aula saßen und dann aber schlagartig still geworden sind bei den Worten, die der Rektor damals gefunden hat, der weiß ganz genau, dass dieses Thema unheimlich trifft, jeden Einzelnen von uns. In diesem Geiste haben sich dann in den letzten Monaten ganz konkrete Flüchtlingshilfsprojekte hier an der Universität zu Köln entwickelt und sie entwickeln sich noch und das mit großer und positiver Resonanz. Ich freue mich heute Abend sehr, dass stellvertretend für den Rektor Professor Axel Freimuth die Prorektorin für Gleichstellung und Diversität, Frau Professorin Günther, ein kleines Grußwort halten wird. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wolter, sehr geehrter Herr Grundmann, den Dekan kann ich nicht begrüßen, der ist jetzt doch noch nicht da, vielleicht auch noch nicht da, liebe Mitglieder der Jury, natürlich liebe Preisträger und liebe Studierende, ich freue mich auch sehr, dass so viele da sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Herrn Freimuth heute vertreten zu können, auch wenn der Anlass kein schöner ist. Er ist nämlich krank. Aber erstens ist natürlich dieses Thema Geflüchtete in meinem Bereich, in meinem Prorektorat zentral angesiedelt. Und zum anderen habe ich auch mal Philosophie studiert und fühle mich schon von daher auch direkt angesprochen. Herzlich willkommen also an der Universität zu Köln zu dieser Preisverleihung der Gesellschaft für analytische Philosophie unter der Frage, welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen. Wir freuen uns sehr, dass mit Herrn Grundmann, ein Professor unserer Hochschule, kürzlich die Präsidentschaft der GAP übernommen hat und dass er mit seinen KollegInnen gleich diese wichtige und richtige Initiative auf die Beine gestellt hat. Die Fragen der Aufnahme von Geflüchteten, Frau Lehmann hat dazu schon einiges gesagt,
und natürlich des Umgangs mit Migration überhaupt werden seit diesem Jahr in einer unglaublich heftigen, kontroversen Weise diskutiert. Und die Thematik wird uns noch sehr lange beschäftigen. Wir werden tiefgreifende Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft erleben. Und wir müssen als Universitäten darauf reagieren, und zwar nicht im Nachhinein, sondern als Vorreiter, als Mitgestalter dieser Transformationsprozesse und als einen Teil davon verstehe ich auch diese Initiative. Schon zu Beginn dieses Jahres, Frau Lehmann hat das angesprochen, hat der Rektor im Rahmen des Neujahrsempfangs unterstrichen, dass die Universität der geeignete Ort ist, um über diese aktuellen Entwicklungen zu sprechen, um entsprechende Konzepte, Ideen hier zu entwickeln. Und er hat natürlich darauf hingewiesen, und daran möchte ich nur erinnern, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Fachbereichen dieser Hochschule sich schon seit langem natürlich mit den Verschiebungen und Problemen beschäftigen, die sich aus denen ja inzwischen fast täglich sich vermehrenden internationalen Krisen und daraus resultierenden Migrationsbewegungen ergeben. Die Perspektiven der verschiedenen Fachbereiche können uns, denke ich, und nur Sie können uns helfen, über langfristige Konzepte auf diese drängenden Fragen nachzudenken, als da wären, wie kann die Integration von Flüchtlingen gelingen? Es war heute eine Zahl in der Zeitung, dass es vermutlich an die mindestens 200 Milliarden kosten wird, hier die Flüchtlinge in Deutschland zu integrieren. Was bedeutet es, wenn solche Zahlen plötzlich hier kursieren? Auf welche Veränderungen müssen sich staatliche Institutionen einstellen? Aber auch natürlich, worauf muss sich die Zivilgesellschaft einstellen? Welche Entwicklung wird die Europäische Union als politische Gemeinschaft nehmen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Ja, welche Verschiebungen sind in der internationalen Politik zu erwarten? Ja, auch das wurde schon gesagt, die Debatte ist in den letzten Monaten, hat sich sehr stark zugespitzt, verbunden mit einer starken Polarisierung und leider auch mit einer Zunahme der verbalen, aber auch physischen Gewalt, vor allem dann auch gegen Geflüchtete. Als Beobachterin gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern das Thema entgleitet und die Diskussionen und Meinungsbeiträge eben emotional geprägt sind und nicht von Argumenten. Die analytische Philosophie kann hier, Philosophie insgesamt, aber natürlich die analytische auch besonders, kann hier sicherlich Koordinaten liefern und Orientierung geben für kluge und nachhaltige Entscheidungen. Die Ausschreibung eines Preises, durch die gab es daher ein gelungenes Instrument, um die Auseinandersetzung zu bereichern. Und der Erfolg kann sich ja sehen lassen. Wir werden das nachher noch ausführlicher hören. Sie haben es bereits gesagt, mehr als 100 Beiträge, Autorinnen aller Qualifikationsstufen haben hier eingereicht. Eine internationale Jury hat begutachtet. Die Beiträge wurden in der Frankfurter Rundschau abgedruckt und jetzt auch als Reklamband veröffentlicht, der ja auch heute noch vorgestellt wird. Und den prämierten Preisträgern, den möchte ich hier an dieser Stelle schon mal gratulieren. Und ich beglückwünsche auch die GAP zu dieser Reichweite, zu dieser großen positiven Wahrnehmung dieser Initiative. Die Universität zu Köln hat sich in diesem Sinn ja frühzeitig positioniert, auch das ist gesagt worden. Wir haben sozusagen im Rahmen auch dieser Rede des Rektors wurde auch eine offizielle Erklärung abgegeben gegen Fremdenhass und Gewalt und die ist aktueller denn je. Und die Angehörigen unserer Universität, das kann ich gar nicht oft genug betonen, Studierende, Mitarbeiterinnen und auch natürlich Wissenschaftlerinnen engagieren sich theoretisch und praktisch in vielerlei Hinsicht
etwa bei der Vorbereitung, bei der sprachlichen Vorbereitung von Geflüchteten auf ein reguläres Universitätsstudium, dann auch durch juristische Beratung und Begleitung, durch unser Engagement beim internationalen Netzwerk Scholars at Risk. Also das sind sozusagen Punkte, auf die wir auch ein Stück stolz sein können. Ich komme gerade zurück von der Hochschulrektorenkonferenz und ich merke an vielen Stellen, wie weit die Universität Köln hier ist, wie gut wir hier schon agieren und auf allen Feldern auch zusammenarbeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen und uns heute einen interessanten Abend mit einem fruchtbaren Austausch und neuen Perspektiven auf ein zentrales Zukunftsthema. Bevor ich schließe, möchte ich es nicht versäumen, der Gesellschaft für analytische Philosophie, Herrn Professor Grundmann natürlich vor allem, und allen, die sich durch Beiträge in der Organisation, der Begutachtung oder auch durch andere Impulse am Gelingen der heutigen Veranstaltung beteiligt haben. Meinen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, die Universität zu Köln und auch die Stadt Köln verbindet seit Jahren in vielen Themenfeldern eine ganz enge Kooperation. Bei diesem Themenfeld sind die Herausforderungen, die die Stadt oder auch die Köln zu tragen haben, zu meistern haben, zum Teil sehr unterschiedlich. Aber gerade weil wir eine solche enge Kooperation mit der Stadt pflegen, und gerade weil eben dieses Thema auch so aktuell ist, freue ich mich sehr, dass wir heute einen hohen Repräsentanten der Stadt zu Gast haben und freue mich, wenn Sie mit mir zusammen den Bürgermeister Andreas Wolter begrüßen. Guten Abend. Sehr geehrte Frau Günther, sehr geehrter Herr Grundmann, sehr geehrter Herr Stefan, und ich heiße auch herzlich willkommen hier in Köln die Preisträger Herrn Hösche, Thele und Herrn Wendt. Sehr geehrte Vorstandsmitglieder, liebe Mitglieder der Preisjury, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zur Preisverleihung durch die Gesellschaft für analytische Philosophie zur Frage, welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen. Der Wunsch der Gesellschaft für analytische Philosophie, zu einem politisch brisanten Thema eine breit angelegte Diskussion in den eigenen Kreisen zu initiieren, war eine großartige Entscheidung. Ich freue mich, Ihnen in diesem Zusammenhang herzliche Grüße und die Glückwünsche unserer Oberbürgermeisterin Henriette Reker übermitteln zu können. Von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Initiative und auch für die Einladung. Die bisher zum Zerreißen angespannte Situation hat sich durch die Verringerung des Zustroms von Flüchtlingen in den letzten Wochen erheblich entspannt. Die Gesellschaft hat in den vergangenen Monaten einiges an Reibung, ja, ich würde es so ausdrücken, ertragen müssen. Das Thema Flüchtlinge scheint, folgt man den Medien, eine Kraft zu entfalten, die geneigt scheint, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Sicher ist, niemand kann sich einer Haltung und Meinung zu dem Thema entziehen. Für uns Kommunalpolitiker und für die Stadtverwaltung ist das Thema Flüchtlinge zunächst eine ganz praktische Herausforderung. Die Menschen sind hier und sie benötigen Hilfe. Hier gilt es, die täglich anfallenden Probleme zu lösen, und wir handeln, ohne zu fragen, ob und in welcher Höhe den Kommunen die Kosten erstattet werden. Die ungewöhnlich große Wende der Hilfsbereitschaft und des Mitanpackens durch Mitbürger, durch Nachbarn, durch Vereine, durch Gemeinden, durch Kirchengemeinden hat sich als ein die Gesellschaft tragendes Fundament herausgestellt. Auch, und das haben Sie eben erwähnt, die Stellungnahme von der Uni Köln und durch Herrn Freimuth war in diesem Zusammenhang sehr wohltuend und
Wir wissen, auch die Universität Köln tut viel, um in der Frage bei den Flüchtlingen zu helfen. Vom Übersetzer an der sogenannten Drehscheibe, die wir vor einigen Wochen haben schließen können, bis hin zu Deutschlehrern, zu Paten, Sportlehrern, die ganz unkompliziert in den Flüchtlingsunterkünften mitarbeiten. Diese gute Atmosphäre der Unterstützung und der Zuwendung ist für alle, ist für uns alle eine große Hilfe. Und es ist auch ein Programm gegen Fremdenfeindlichkeit, das von allen Schichten und in allen Vierteln dieser Stadt getragen wird, weil alle mithelfen. Ein Satz zu den Silvestervorfällen. Danach hatten wir bei den Versammlungen, die stattfanden, wenn es darum ging, dass in die Nachbarschaft eine Flüchtlingsunterkunft kommt, hatten wir viele Nachfragen, auch viele ängstliche Nachfragen. Es waren mehr Leute bei den Veranstaltungen zugegen, aber, das möchte ich gerne festhalten, die Hilfsbereitschaft, sich in der Flüchtlingsinitiative zu engagieren, ist gleichbleibend hoch geblieben. Auf der anderen Seite sehen wir den Hass und die Gewaltbereitschaft gegenüber den Geflüchteten und den Versuch, auf Kosten der Flüchtlinge politisches Kapital zu schlagen. Meine Damen und Herren, ich empfinde es als wohltuend, dass man sich in der Wissenschaft niveauvoll mit der nötigen Distanz dem Komplex Flüchtlinge widmet. Ohne jetzt philosophisch zu werden, das glaube ich, das können Sie alle besser, treibt mich aber als Kommunalpolitiker die Frage um, wie bewahren wir die Hilfsbereitschaft der Kölner Bürgerinnen und Bürger? Bei der aktuellen Tendenz und dem Trend der gegenwärtigen Diskussion kommen mir diese Bürger viel zu wenig vor. Es erscheinen die Gewalttäter, die rechten Demonstranten in den Medien, weil sie verschlagt sein sollen. Das, finde ich, ist keine gute Entwicklung. Nach dem Krieg haben wir 17 Millionen Flüchtlinge verkraftet. Sie waren auch einer der Gründe für die rasante wirtschaftliche Erholung in dem damals völlig zerstörten Deutschland. Die Vorbehalte und auch die Ausgrenzungen unserer Gesellschaft waren damals enorm. Deshalb sollte uns das hoffnungsfroh stimmen, dass wir trotz des damaligen Hasses, der Ablehnung, der aktiven Ausgrenzung von Kriegsflüchtlingen zu einer Gesellschaft zusammengewachsen sind. Also, warum neigen wir dazu, uns unnötig das Leben schwer zu machen? Ich finde, wir sollten positiv und zukunftsorientiert in dieser Frage nach vorne sehen, statt sich mit Angstmacherei zu blockieren. Was ist notwendig, um zu einem gemeinsamen Gefühl von wir regeln das zu kommen, um nicht zu sagen, wir schaffen das? Ich danke allen, die sich an diesem philosophischen Wettbewerb beteiligt haben. Die Philosophie kann der Politik keine Entscheidungen abnehmen. Sie kann aber Perspektiven verändern und frische Argumente bieten, und so mit Leidenschaft zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen. Meinen herzlichen Glückwunsch an die drei Preisträger. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Er ist Professor für Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und Logik hier an der Universität zu Köln. Und er ist auch der Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie. Mit seinem Zitat, die Philosophie darf zu diesem aktuellen Thema nicht schweigen, macht Professor Grundmann deutlich, dass er die Gütekriterien eines würdigen und auch vor allen Dingen eines vernunftgeleiteten Diskurses in dieser Flüchtlingsdebatte sichergestellt wissen möchte. Für ihn kann die analytische Philosophie gerade auch zur Qualitätssicherung in einer solch brisanten und aktuellen Debatte beitragen und dabei für die argumentative Versachlichung und gegen das Abgleiten ins Ressentimenthafte eintreten. Denn gerade weil eben diese Flüchtlingsdebatte so komplex ist, sollte, so Zitat Professor Grundmann,
Das Nachdenken und Handeln mit kühlem Kopf erfolgen. Darauf hat die analytische Philosophie immer besonders Wert gelegt. Meine Damen und Herren, der Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie, Professor Grundmann. Sehr geehrte Prorektorin Günther, sehr geehrter Herr Bürgermeister Wolter, sehr geehrte Prodekane, Dekane und Prorektoren, muss ich leider ausfallen lassen, sind noch nicht anwesend, liebe Preisträger, sehr geehrte Mitglieder der Preisjury, sehr geehrte Vorstandsmitglieder der GAP, sehr geehrter Herr Fricke Sonnenschein vom Reklamverlag, sehr geehrte Vertreter von Presse und Medien, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie heute Abend erleben, ist keine gewöhnliche akademische Preisverleihung. Unsere Preisträger beziehen Stellung zu einer Frage, die die deutsche Öffentlichkeit, die Politik, die Medien und jeden Einzelnen von uns im letzten halben Jahr wie keine andere Frage beschäftigt hat. Und auch wenn die Flüchtlingszahlen, darauf wurde eben schon hingewiesen, im Augenblick sinken, so bedarf es keiner prophetischen Fähigkeiten, um vorauszusagen, dass diese Frage noch lange aktuell bleiben wird. Zu fragil ist das Abkommen der EU mit der Türkei, zu fragwürdig sind seine Konsequenzen für die konkrete Situation der betroffenen Menschen, zu ungeklärt ist die Lage der Flüchtlinge im griechischen Idomeni und völlig offen ist auch die Frage, ob sich Europa durch die Schließung seiner Außengrenzen gegen den weiteren Zuzug von hilfesuchenden Menschen abriegeln kann. Man denke nur an die neuen Fluchtwege über Libyen. Und vor allem, ob es sich in dieser Weise abriegeln sollte. Es geht in der Frage, welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen, darum, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die sich in extremer Not befinden und die auf unsere Hilfe hoffen, aber keine Bürger unseres Staates sind. Diese Frage berührt auch unser Selbstverständnis als europäische Demokratie, die Menschenrechte zu ihren Grundwerten zählt und sich bislang als offen, tolerant und mitfühlend verstanden hat. Wenn diese Frage philosophisch gestellt wird, und darum soll es heute Abend ja gehen, dann geht es nicht nur darum, welcher Umgang mit den Flüchtlingen aus etwa ökonomischer oder aus politischer oder aus kultureller Sicht oder etwa aufgrund der aktuellen Sicherheitslage ratsam ist, sondern vor allem darum, was wir am Ende des Tages unter Berücksichtigung aller dieser, aber auch vieler anderer Faktoren wirklich tun sollten. Und diese Frage muss letztlich jeder beantworten, der als verantwortungsbewusste Privatperson oder auch als politische Akteurin handeln will. Um die Suche nach einer Antwort auf diese so verstandene Flüchtlingsfrage soll es heute Abend in erster Linie gehen. Und unsere Preisträger wollen zusammen mit unseren späteren Gästen auf dem Podium ihren eigenen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage leisten. Lassen Sie uns gemeinsam noch einmal im Kalender zurückblättern. Anfang September des letzten Jahres hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel unsere Grenzen trotz der großen Flüchtlingswanderung über den Balkan nicht geschlossen. Aus humanitären Gründen ließ sie viele Flüchtlinge aus Ungarn einreisen, die dort unter menschenunwürdigen Bedingungen festsaßen. Ich persönlich empfand das als außerordentlich mutig und ich habe bis heute den allergrößten Respekt vor dieser Entscheidung. Aber es deutete sich auch schnell an, dass eine andauernde Flüchtlingsaufnahme dieser Größenordnung zu einer politischen, integrativen und ökonomischen Großherausforderung für unser Land und für Europa werden würde. In Osnabrück fand Mitte September des letzten Jahres die große Fachtagung der Gesellschaft für analytische Philosophie statt, die alle drei Jahre stattfindet. Der damals noch amtierende Präsident Achim Steffert, Sie haben es ja eben schon gehört, der heute auch hier vor Ort ist, und ich als neu gewählter Präsident waren uns schnell einig, dass die Philosophie zu diesem Thema, Frau Lehmann hat es eben schon erwähnt, nicht schweigen darf. Sondern dazu beitragen sollte, eine normative Orientierungshilfe für anstehende politische Entscheidungen zu geben. So wurde die Idee geboren, die philosophische Preisfrage auszuschreiben. Mit dieser Preisfrage wollten wir vor allen Dingen zwei Dinge bewirken. Erstens zeichnete sich sehr schnell ab, dass die öffentliche Debatte von Fragen wie den folgenden bestimmt werden würde.
Was sind die ökonomischen Kosten einer liberalen Flüchtlingspolitik? Lässt sich ein uneingeschränkter Flüchtlingszuzug pragmatisch, logistisch bewältigen? Welche Probleme wirft er für eine nachhaltige Integration auf? Oder welche Flüchtlingspolitik lässt sich in Deutschland und in Europa überhaupt politisch durchsetzen? Die Frage, welcher Umgang mit den geflohenen Menschen richtig und moralisch geboten ist, trat dagegen eher in den Hintergrund. Unsere Preisfrage sollte diese normative Frage nach dem moralisch richtigen Verhalten wieder ins Zentrum rücken. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil vielen Bürgern in dieser schwierigen Frage ihr innerer normativer Kompass verloren gegangen zu sein scheint. Zweitens wollten wir mit dieser Preisfrage zu einer breiten öffentlichen Debatte unter den Intellektuellen anregen, die sachlich und mit guten Argumenten geführt werden sollte. Deshalb war ich hocherfreut, dass sich die Neue Zürcher Zeitung vorab auf eine Veröffentlichung der drei Preis-Essays festlegte. Allerdings wollte die Redaktion nach einem Ressortleiterwechsel und deutlichen Veränderungen des politischen Klimas in der Schweiz nichts mehr von ihren früheren Zusagen wissen. Die unschönen Details dieser Angelegenheit werden einmal einen eigenen Vortrag wert. Heute Abend möchte ich nur so viel sagen. Ich bin Herrn Thomas von der Frankfurter Rundschau sehr dankbar, dass er alles Nötige getan hat, damit die Essays dennoch in der Tagespresse erscheinen konnten. Zwei von ihnen, Sie haben es eben gehört, sind im April in Kurzfassung in der Frankfurter Rundschau in der Printversion abgedruckt worden und alle drei lassen sich immer noch online abrufen. Die Formulierung der Preisfrage lässt bewusst einen gewissen Interpretationsspielraum offen. Die Autoren sollten selbst entscheiden, ob es einen Unterschied zwischen politisch Verfolgten bzw. Kriegsflüchtlingen auf der einen Seite und Klima- bzw. Armutsflüchtlingen auf der anderen Seite gibt und ob etwa die kulturelle oder die religiöse Identität der Flüchtlinge einen relevanten Unterschied macht. Auch das Wir in der Frage lässt bewusst offen, ob man eine persönliche, eine deutsche, eine europäische oder möglicherweise auch eine globale Perspektive auf die Frage wählt. Die Entwicklungen im letzten halben Jahr zeigen mehr als deutlich, wie wichtig es war, eine solche Preisfrage genau zu diesem Thema zu stellen. Nach der anfänglich weit verbreiteten Euphorie, wir haben es eben schon gehört, und Willkommenskultur in Deutschland, kam es bald zu einer Polarisierung der öffentlichen Debatte, die sich zunehmend verschärfte. Viele Menschen werden immer noch, Herr Wolter hat es gerade eben nochmal betont, bewegt durch das Leid und die humanitäre Katastrophe der Flüchtlinge und sind aktiv nach wie vor. Aber viele sind auch in Sorge um unsere sozialen Errungenschaften. Sie fürchten einen Verlust an kultureller Identität oder sind insbesondere nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht besorgt um die innere Sicherheit in Deutschland. Inzwischen eskaliert auch die verbale und physische Gewalt gegen Flüchtlinge. Es passieren Dinge in Deutschland, von denen ich zumindest gedacht hatte, dass ich sie nach Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen zu Beginn der 90er Jahre nie wieder sehen müsste. Flüchtlingsheime brennen, Flüchtlinge werden attackiert, Hassbotschaften posieren. Zugleich aber nimmt die Hilfsbereitschaft zahlreicher bis zur Erschöpfung arbeitender ehrenamtlicher Helfer weiterhin nicht ab. Angesichts dieser Polarisierung, ja zum Teil auch Radikalisierung der Gesellschaft und auch der Parteien, fällt die bislang vorherrschende Reaktion der Intellektuellen in diesem Land ernüchternd aus. Die Skeptiker unter ihnen sagen, dass man angesichts der vielfältigen, unwegbaren und unüberschaubaren Konsequenzen der Flüchtlingsfrage zum jetzigen Zeitpunkt philosophisch nichts sagen könne. Andere wollen die Beantwortung der Frage einfach an die politisch-demokratische Willensbildung delegieren. Letztlich soll der Wähler darüber entscheiden, welches das richtige Verhalten gegenüber den Flüchtlingen ist. Die Frage, wie viele Flüchtlinge sollten wir aufnehmen, verwandelt sich unter der Hand in die Frage, wie viele Flüchtlinge wollen wir eigentlich aufnehmen. So geschehen in dem jüngst erschienenen Büchlein Zuwanderung und Moral von Konrad Ott. Schließlich gibt es Polemiker und Panikmacher wie Sloterdijk und Safranski, die mit Hilfe von überzogenen Horrorszenarien und ohne weitere Argumente Ressentiments bedienen und Angst vor einer vermeintlichen Überflutung Deutschlands durch eine sogenannte Flüchtlingswelle hervorrufen. Keine dieser Reaktionsweisen erscheint mir vernünftig. Warum sollte die Unsicherheit der Konsequenzen in dieser Frage größer sein als in anderen typischen Fragen der politischen Philosophie und der Bioethik, wo die Philosophen es gewohnt sind, über rationale Entscheidungen unter Unsicherheit zu diskutieren?
Und wie kann eigentlich ein Gemeinwesen politisch darüber entscheiden, was zu tun ist, wenn nicht vorher von kompetenter Seite die nötigen Argumente geliefert wurden? Außerdem wären, wie unser Preisträger Matthias Hösch in seinem Essay, wie ich finde, sehr überzeugend feststellt, von einer solchen demokratischen Willensbildung über die Flüchtlingsfrage die Betroffenen selbst, nämlich die Flüchtlinge, systematisch ausgeschlossen. Schließlich war die effekthaschende Rhetorik von Sloterdijk das genaue Gegenteil von dem, was man in einer Debatte über so ernsthafte Fragen tatsächlich braucht, nämlich einen kühlen Kopf, Sachlichkeit und vernünftige Argumente. Um ehrlich zu sein, ich habe mich dafür persönlich geschämt, aus dem Munde eines Philosophen als einzigen nennenswerten Kommentar zur deutschen Haltung gegenüber dem Elend der Kriegsflüchtlinge zu hören, dass es für uns keine Pflicht zur Selbstzerstörung gibt. Tatsächlich ist die Preisfrage der GAP auf unerwartet, Sie haben es eben schon mehrfach gehört, unerwartet große Resonanz gestoßen. Es wurden mehr als 100 Essays eingesandt, 75% davon von Studierenden oder Doktoranden, etwa 20% von wissenschaftlichen Mitarbeitern bis hin zu Privatdozenten und 5% von Professoren. Insgesamt kamen 30% der Essays von Frauen. Die allermeisten Beiträge waren, das kann man gar nicht sozusagen genug betonen, qualitativ hochwertig. Eine internationale Jury, der insgesamt neun Mitglieder angehörten, hat in einem vollständig anonymisierten und aufwendigen mehrstufigen Auswahlprozess am Ende die drei besten Essays für die Preise ausgewählt. Zusätzlich wurden 7 weitere Essays ausgewählt, die zusammen mit den Preisessays in einem Reklamband zur Preisfrage genau am heutigen Tag erscheinen. Meine Damen und Herren, Sie nehmen also sozusagen heute an einer echten Premiere teil und können selbstverständlich in der Pause im Foyer die frisch gepressten Bücher sich anschauen. Der Jury gehörten neben mir und dem ehemaligen Präsidenten der GAP, Achim Stephan, auch noch Monika Wetzler von der LMU München, Dieter Birnbacher von der Universität Düsseldorf, Francis Cheneval von der Universität Zürich, Frank Dietrich von der Universität Düsseldorf, Stefan Gosepart von der Freien Universität Berlin, Reinhard Merkel von der Universität Hamburg und Corinna Miet von der Universität Bochum an. Der Jury möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich für ihre hervorragende Arbeit danken. Unsere drei Preisessays haben bei allen Differenzen ihrer Standpunkte auch Wichtiges gemeinsam. Vor allem, dass sie zu konkreten und substanziellen Ergebnissen in der Frage kommen, die zum Teil sehr deutlich vom politischen Status quo abweichen. Gleichzeitig gehen sie in der Argumentation von weitgehend unstrittigen Prinzipien und Annahmen aus. Alle berücksichtigen auch die erwartbaren Konsequenzen politischen Handelns. Sie werden sich gleich selbst von der Klarheit und argumentativen Kraft der Essays überzeugen können. Mich persönlich hat es besonders gefreut, dass alle Preisträger aus dem wissenschaftlichen Nachwuchs kommen und dass der Zweitplatzierte, Herr Twehle, sogar noch ein Studierender ist. Das ist besonders eindrucksvoll, wenn man sich vor Augen führt, dass es sich eben nicht um einen Nachwuchspreis handelt und dass sich auch Professoren an der Ausschreibung beteiligt haben. Vielleicht auch ein Indiz dafür, wie stark der deutsche akademische Nachwuchs derzeit ist. Ich habe jetzt das große Vergnügen, Ihnen unsere drei Preisträger kurz vorzustellen. In größerer Breite werden Sie das ja selbst gleich tun mit Ihren Vorträgen. Den dritten Preis, der mit einem Preisgeld von 1.000 € prämiert wird, hat Herr Privatdozent Dr. Fabian Wendt bekommen. Herr Wendt vertritt zurzeit eine Professur für politische Philosophie an der Universität Bielefeld. Er hat Philosophie und Politikwissenschaft an den Universitäten Passau, Leipzig und Regensburg studiert und wurde 2008 an der LMU München mit einer Arbeit über libertäre politische Philosophie promoviert. Er war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter in Heidelberg und Hamburg, verbrachte ein akademisches Auslandsjahr an der University of Arizona und habilitierte sich 2015 in Hamburg mit einer Arbeit zum Thema Compromise, Peace and Public Justification, Political Morality Beyond Justice. Fabian Wendts Arbeitsschwerpunkte liegen überwiegend im Bereich der politischen Philosophie. Er hat in diesem Bereich über Gerechtigkeit, sozialen Frieden und Kompromisse vielfältig und international sichtbar publiziert. Der zweite Preis, dotiert mit 2.000 € Preisgeld, hat Herr Marcel Twehle aus Berlin für seinen Essay bekommen. Herr Twehle hat an der dortigen Humboldt-Universität seinen Bachelor of Arts in den Fächern Philosophie und Regionalstudien Asien-Afrika abgeschlossen
und zwar mit einer Arbeit über die Frage, gibt es ein Recht auf Migration? Er studiert mittlerweile im zweiten Mastersemester an der Humboldt-Universität Philosophie. Der noch etwas schmale Lebenslauf, vergleichsweise schmale Lebenslauf von Herrn Twehle, lässt es leider nicht zu, dass ich viel mehr über ihn an dieser Stelle sage, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach seinem vielversprechenden Essay in naher Zukunft noch einiges von ihm hören werden. Ich kann es mir an dieser Stelle nicht verkneifen, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Nach der Lektüre seines anonymisierten Essays war eines der Jurymitglieder ganz sicher, dass es sich bei dem Autor um einen versierten Professor für politische Philosophie handeln müsse. Der erste Preis, dotiert mit 3.000 Euro Preisgeld, hat Dr. Matthias Hösch bekommen. Herr Hösch vertritt zurzeit eine Professur für praktische Philosophie an der Universität Münster. Er hat Philosophie, katholische Theologie und öffentliches Recht in Münster und Salamanca studiert. Als Doktorand verbrachte er einige Zeit in Groningen. 2013 wurde er in Münster mit einer Dissertation über Vernunft und Vorsehung, säkularisierte Eschatologie in Kants Religions- und Geschichtsphilosophie promoviert. Zu den Arbeitsschwerpunkten von Herrn Hösch zählt neben Kants praktischer Philosophie und der Geschichtsphilosophie vor allem die politische Philosophie mit Akzenten in der Migrationsethik. Neben vielen wissenschaftlichen Aufsätzen und Herausgaben gibt es von Herrn Hösch auch einige Beiträge in Tageszeitungen und im Radio, insbesondere zum Thema Ethik der Flüchtlinge. Ich möchte nun unseren drei Preisträgern an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren zu ihren für die öffentliche Debatte aus meiner Sicht so wichtigen Essays und wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren akademischen Weg. Ich möchte Sie nun alle drei bitten, zur Preisverleihung zu mir auf die Bühne zu kommen und Herrn Stephan aus Osnabrück dazu bitten, damit wir jetzt die offizielle Preisverleihung durchführen können. Ja, die Gesellschaft für analytische Philosophie verleiht den dritten Preis an Privatdozent Dr. Fabian Wendt an der Universität Bielefeld für die Arbeit Gerechtigkeit ist nicht alles über Immigration und sozialen Frieden, Universität zu Köln, den 11. Mai 2016. Die Gesellschaft für analytische Philosophie verleiht den zweiten Preis an Marcel Twehle von der Humboldt-Universität Berlin für die Preisschrift von Menschenrechten und Hilfspflichten, Universität zu Köln, den 11. Mai 2016. Ja, die Gesellschaft für analytische Philosophie verleiht den ersten Preis an Dr. Matthias Hösch von der Universität Münster für die Arbeit Allgemeine Hilfspflicht, territoriale Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, drei Kriterien für eine faire Verteilung von Flüchtlingen und wann sie irrelevant werden. Universität zu Köln, den 11. Mai 2016. Herzlichen Glückwunsch.